Ich finde es ganz schwierig, mit Leuten über Emanzipation zu sprechen oder über Feminismus, weil das mittlerweile so negativ behaftet ist. Wenn man miteinander schreibt, dann ist es einfacher, weil dann füge ich bei Emanzipation gerne noch ein zweites M hinzu, stellvertretend für Emma. Ich sag nur alles Schwarzer. Emanzipation finde ich ganz schlimm, also mit zwei M. Emanzipation ist keine rein weibliche Sache, sondern eigentlich auch eine sehr männliche Sache. Und steht auch beiden zu. Und ich finde es auf der einen... Ja, wie soll ich das sagen? Ich bin da sehr zwiegespalten. Ich muss mal kurz hier stehen und das erklären, sonst kann ich meine Gedanken nicht sortieren. Es gibt gute Aspekte der Emanzipation und es gibt schlechte Aspekte der Emanzipation. Gute Aspekte sind einfach, und da rede ich von beiden Geschlechtern oder von allen möglichen Geschlechtern, dass mehr und mehr die Welt und somit auch die Einstellung der Menschen geöffnet wird für die Freiheit, sich, jetzt fällt mir das englische Wort ein, sich auszudrücken durch Kleidung, durch Gebärden, durch Make-up und viele Sachen wie Berufe, dass die halt auch dem anderen Geschlecht zugänglich gemacht werden. Wobei es nach wie vor verpönter ist, dass Männer einem doch von Frauen dominierten Beruf ergreifen, wie umgekehrt. Ja, es ist irgendwie, weiß ich nicht, da ist die Akzeptanz noch nicht so da. Aber ein ganz klarer negativer Aspekt, also da könnte ich stundenlang drüber referieren, ein ganz klarer negativer Aspekt ist, dass Frauen, aber vor allen Dingen Männer, zunehmend Identitätsprobleme kriegen heutzutage. Und das finde ich nicht schön, weil da habe ich mit einigen Männern schon drüber gesprochen. Viele Männer einfach nicht mehr wissen, welchen Stellenwert sie in der Gesellschaft haben oder auch in der Beziehung. Weil früher war es ja so, der Mann war der Geld verdient hat, der arbeiten gegangen ist, der das Sagen im Hause hatte und irgendwie ist alles schwammig geworden. Möchte eine Frau jetzt ein Macho? Möchte sie ein Softie? Möchte sie dies? Möchte sie das? Was soll ein Mann denn jetzt heutzutage sein? Darf er weinen? Darf er nicht weinen? Kannst du mal die Klappe halten? Hallo? Mensch, du kriegst doch mit, dass ich mit meinen Leuten hier rede. Also ich... Genauso wie diese Frauenquote. Im Prinzip ist sie nicht schlecht gedacht. Aber naja, der Weg zur Hölle ist gepflastert mit guten Absichten, ne? Okay, nein, aber ganz ehrlich, es ist nicht schlecht gedacht, aber es ist eigentlich ein ganz falsches Signal. Weil wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine Frau wäre. Ich will jetzt nichts von euch lesen. Du kommst jetzt nicht hier lang, oder? Also, ich bin ja eine Frau, so. Wenn ich jetzt einen Job bekommen würde im Vorstand, so richtig High-Animal-mäßig, dann würde ich mich manchmal vielleicht doch sogar dabei erwischen, mich zu fragen, kriege ich das jetzt, weil ich es verdient habe oder weil die Quote es so will. Und ehrlich gesagt, ich persönlich wäre sehr unzufrieden, wenn ich irgendwann rauskriegen würde, das ist nicht an meiner Leistung, sondern an dieser Quote. Und ich denke mal, dass vice versa, dass bei den anderen, wenn die dann sehen, oh, die Frau hat einen Posten gekriegt, jetzt kriegt sie bestimmt nur wegen der Quote, weil sie das nicht leisten kann. Also es ist immer so ein Fragezeichen, das über einem schwebt, wenn man als Frau in höheren Positionen plötzlich was erreicht. Und das finde ich total blöd. Deshalb ist diese Quote in meinen Augen eigentlich ein ganz falsches Signal. So, jetzt bin ich aber fertig. Manu. Du bist bei mir gelandet, weil meine Stimme dir sympathisch war. Meine Quietschestimme? Dankeschön, Heiz. Nein, ich mag mein Dekolleté auch gerne. Deshalb habe ich auch kein Problem damit. Aber ich kann mal kurz hochgehen. Tiefer geht es bei mir nicht. Also das wäre für mich... nee. Das wäre zu viel. Das ist nicht das, was ich vermitteln möchte an Eindruck. Du kannst mich nicht einschätzen, ob ich 20 oder 30 bin? Ach, Brechreiz, ich mag dich. Ich kommentiere das jetzt nicht. Steht er da? Haben wir überhaupt noch irgendwas, womit wir uns wehren können? Wir haben keine Rohrbombe, wir haben keine EMP-Mine. Wir sind am Arsch. Pumpgun 7. Wie kann ich die eigentlich...
Eine Patrone! Okay. Wo ist er denn? Da hinten. Und wo muss ich hin? Scheiße. Du kommst jetzt, oder? Okay. Pumpgun. Ich glaube, jetzt bin ich am Arsch. Oh, die kann ja was, wenn man richtig zielt. Noch einer? Ärgert mich zwar, dass ich jetzt da was... Hallo? So. Benutzen musste. Joa, Brechreit! Haha, Fishing for Compliments. Was glaubst du denn, wie alt ich bin? Jetzt bin ich gespannt. Komponente B war für die... Ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich glaube, ich erinnere mich von irgendeinem anderen Let's Play hier an diese... Oh, oh. Da geht's runter. Da ist kein Strom drauf. Boah, ich bin total angespannt. Ich ziehe die ganze Zeit meine Schultern hoch. Mir tun die Ohren weh von meinem scheiß Headset. Da ist kein Strom drauf. Habe ich alles belegt? Da kann ich eins hinzufügen. Ah, da habe ich ja eh alle drei noch. Dammit, dammit, dammit. Okay, das bringt mir... Immer diese... Verdammt, da komme ich... Ah, okay. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich gucke jetzt mal rüber. Ja, vor allen Dingen, wie eklig das ausschaut, wenn die dann anfangen, da ihre Körperflüssigkeiten auszukotzen. Also ich muss da auf jeden Fall lang. Gut, gut. Sehr linear, das gefällt mir, weil ich bin so orientierungslos immer. Hi, Chaos! Guten, warte mal. Jetzt aber, guten Morgen. Brechreiz, du hast gut aufgepasst. Nicht ganz. Da musst du noch ein paar Jährchen draufpacken. So. Irgendwie. Ich möchte Nelly zurückhaben. Das macht keinen Spaß ohne Nelly. Hallo. Du hast einen sehr toten Punkt in deinem Leben erreicht. Und du bist erschossen worden. Das war kein Alien. Ruhe in Frieden. Ich muss in die andere Richtung. Das heißt, ich gehe erstmal hier lang. Den kann ich schon benutzen. Hier ist nichts zu holen. Heinz, du bist nah dran. Heinz, du bist nah dran. So, da hinten war ein Hebel, hier ist ein Hebel. Und da war doch noch irgendeine andere Tür, oder? Oder war da keine? Aber erst muss man hier gucken. Ich brauche wichtige Sachen. Ich muss noch EMP-Minen machen und... Oh. Mann, warum kann ich dich nicht schon jetzt... Wenn ich mich umdrehe, dann greifst du mich an, ne? Ah. So, jetzt aber. Matsch Banana. Dilidi. Ja, 74 ist nah dran. Ein Jahr älter. So, da kann ich rein. Okay. Und noch mehr Flammenwerferöl. Nimm mal mit. Kostet ja nichts, frisst kein Heu. Okay. Och, Brechreiz, echt so schlimm. Ne, ganz ehrlich, wenn ich in den Spiegel... Wenn ich in den Spiegel sehe... So, jetzt muss ich kurz nochmal gucken, da war doch noch irgendwas anderes. Einmal Hebel. Dann war hier ein zweites Mal Hebel.
Von da bin ich gekommen, gell? Ja, so. Dann erschrecke ich mich immer, weil ich fühle mich wie 18. Ist nicht übertrieben. Ich fühle mich total jung und es ärgert mich, dass ich leider nicht so jung bin, wie ich mich fühle. Warte mal, war ich hier nicht auch schon? Sieht nicht so aus. Ja, kurz hier gucken. Oh, mein Rücken. Hier, jungen Hüpfer. 71. Ja, ich bin 2 Jahre jünger als du, Heinz. Aber Brichreiz, wie jung bist du denn? Wenn du sagst, wir wären junge Hüpfer. Oh, hier ist was im Boden. Wir wären junge Hüpfer, also ehrlich. Wurscht, das ist alles. Ich kann doch nicht annehmen, dass das alles ist. Da gehe ich doch gleich hier wieder raus. Wobei ich hätte eigentlich in den Boden gucken. Wurscht! Das habe ich mal erschrocken. Mein lieber Scholli. Ich dachte, ich erschrecke mich erstmal nicht mehr im Spiel. Eieieiei. Ah, Chaos. Willkommen in meiner Hölle. Dankeschön, freue ich mich. Gute Nacht, schlaf gut und träum süß. Dankeschön, dass du da warst und für den Follow. Oh ja, deine Seele gehört jetzt mir. Jetzt habe ich total vergessen darüber hinaus, was ich eigentlich machen wollte. Ich wollte in den Boden. Das ist ja bodenlos hier. Ach komm, Brechreiz, die 5 Jahre. Ganz ehrlich, das macht doch den Braten nicht fett. Und ich habe dazu gelernt, ich habe meine Taschenlampe ausgemacht und kann sie noch weiterverwenden. So, ich muss nur daran denken, dass ich hier wieder rausgehe. Subkutane Impfpistole. Weil ich irgendwie das Gefühl habe... Aber vielleicht täuscht es mich auch. Gute Nacht, schlaf gut, träum süß. Und danke nochmal. Ich weiß nicht, wo ich hier lande dann. Ich gehe wieder zurück. Ich traue dem Braten nicht. So. Ach, ist das schön. Ich könnte jetzt hier eine Leuchtfackel anmachen. Kein Alien, das mich hier rausholt. Aber das Alien wäre mir echt lieber als die blöden Hiwis. Die Hiwis sind ganz, ganz furchtbar. So, komm raus. Wir gehen den regulären Weg. Zumindest haben wir ja alles rausgeholt, was man rausholen kann. So. So, dann wieder dahin. Ich kann doch nichts basteln, oder? Doch, kann ich. Oder hätte ich vielleicht besser erstmal die EMP-Mine? Ach, die kann ich auch machen. So, dann kann ich die schon mal vorfüllen. Oh, ich habe Angst. Kann ich schon mal hier vorsetzen? Wieso kriege ich jetzt so viel Stuff für die Sachen, die ich brauche? Alter Verwalter, jetzt tun mir aber die Ohren weh. Oh. So. Also hier waren wir jetzt drin. Hallo, mein Freund. Da sind wir hergekommen und hier war auch noch irgendwie was, ne? Und zwar hier. Da müsste dann auch irgendwas im Boden sein. Gehe ich doch mal schwer von aus, dass das die Verbindung war. Jetzt müssen wir da nochmal zurück. So, seht ihr? Ich hab's vergessen. Ich hab doch tatsächlich wieder vergessen. Aber der Aufbau ist derselbe. Achso, ist schon vor. Was? Was geht denn hier ab heute? Ist ja furchtbar. Ich erschrecke mich, du doch. Obwohl ich mich gar nicht erschrecken sollen, müssen, dürfen, können. Tüten tun. Ja, jetzt muss ich hier ein bisschen rüberlinkern. Der gute Lord, willkommen in der Hölle. Die Höllenfürstin begrüßt euch. So, Terminal zu greifen. Danke für dein Follow. Was ist dein Plan? Hey, Mart. Vermutlich hast du mittlerweile von der Stilllegung der Station gehört. Was ist dein Plan? Ich habe ein paar Kontakte, die mir Arbeit verschaffen können. Ich kann dir nichts versprechen, aber vielleicht finden die für dich auch was. Die haben mit der Schließung der Geschäfte in der Galerie angefangen. Dein Laden ist noch vom letzten Jahr zugenagelt. Tut mir leid, dass du ihn verloren hast. An dir klebt das Pech. Hörst du noch von Margaret und den Kindern? Vielleicht solltest du sie besuchen, wenn du von der Sevastopol abhaust.
Sag Bescheid, wenn ich mich für dich umhören soll. Jillian. Ah, ich muss da erst rein, okay. Sicherheitsrisiko. Blythe, wir müssen diese automatischen Hausmeister irgendwie ausschalten. Sie gefährden die Sicherheit. Wann immer die ihre Putzrunden drehen, besteht das Risiko, dass sie der Kreatur einen Weg öffnen oder Plünderer reinlassen. Aha, denen ist das alles schon klar gewesen. An alle Einwohner von Sevastopol. Die Stilllegung der Station ist im Gange. Bitte lesen und beachten Sie folgende Punkte. Ein Vermessungsteam befindet sich auf der Sevastopol. Mal gucken, wie ich scrollen kann. So. Um den Stilllegungsprozess einzuleiten, bitte zeigen Sie sich ihnen behilflich. Wir verfügen über ausreichend Nahrungs- und Medizinvorräte. Die Flugbahnänderung des Versorgungsschiffes hat keine Auswirkung auf Ihre Lebensqualität. Sollten die Vorräte dennoch zur Neige gehen, kann es zu Rationierungen kommen. Vorratshortung und illegaler Handel werden nicht geduldet. Bitte melden Sie verdächtige Aktivitäten dem Sixen Sicherheitsdienst, der in Zusammenarbeit mit den Colonial Marshals Nachforschungen anstellen wird. Irgendwie, naja. Ein Unterbringungsdienst für die Bevölkerung wurde eingerichtet. Wir unterstützen Sie gerne beim nächsten Schritt, tragen jedoch keinerlei Kosten. Benötigen Sie finanzielle Hilfe, empfehlen wir den Sixen Kreditdienst. Die Stilllegung ist endgültig. Sie müssen umziehen oder mit einer Zwangsräumung rechnen. Ah, das sind alles Sonnenscheinchen. Irgendwie traurig. Ah, jetzt gehört es. Stunden Galerie-Einkaufszentrum Lager aufgeschlagen. Die Menschen hier, sie haben Angst. Aber sie glauben noch immer, dass Martian Waves die Kreatur töten wird. Andere Gefahren scheinen sie vergessen zu haben. Sie haben sich selbst vergessen. Die Menschen wenden sich gegeneinander für Nahrung, Wasser. Ich kann nicht hierbleiben. Okay, sie ist fertig. Hallo! Guten Morgen! Willkommen! Ja, ihr habt alle das Alien verpasst, Leute. Das Alien ist weg. Fujikato! Ich wäre fast auch weg gewesen, aber hey. Und die blöden Hiwis haben Waits getötet. Die haben mir einfach den Job kaputt gemacht. Das wollte ich doch tun. Ah, hier ist die Bodenöffnung. Das heißt, wir wären hier rausgekommen. Okay. Die haben den einfach getötet. Jetzt irgendwie meine Existenz auf der Sevastopol hat keinen Sinn mehr. Ah, da war... Strom wiederherstellen. Okay. Jetzt bin ich aufgeschmissen. Wir haben da jetzt alles hier abgelatscht oben, oder? Hier auf der Station stehen dieselben Handhubwagen wie sie... Heinz! Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh. Tja, Strom wiederherstellen. Hier nicht? Ja, jetzt bin ich genau wieder in dem Gang, wo ich vorhin war. Das ist ja eine Nullnummer. Habe ich irgendwas? Omega! Schrei doch nicht hier rum! Schrei, Liese. Okay, also wir waren jetzt in den beiden Räumen. Mir tut so dermaßen die Ohren weh. Strom wiederherstellen. Gucken wir mal gleich, was unser... kann ich dich jetzt der machen? Ja. Das ist gut. Gucken wir mal. Da kann ich einen mehr reintun. Da nicht. War hier denn noch irgendwas? Man merkt langsam, ich bin manchmal echt verpeilt. Ich folge jetzt einfach mal dem Gerät hier. Dafür ist es ja da. Das ist sein Job. So, hier waren wir drin. Gut. Hier hin? Oder ist auch gar nichts? Da war doch gar nichts. Ja, dann bleibt ja eigentlich nur noch hier der Vent. Okay, dann gehen wir mal. Mal nachladen. Et Viola! Es werde Licht. Und mich fand das Alien nicht, denn das Alien ist nicht da. Ach, was ist das wunderbar. Und rausklettern. Ich hätte jetzt gerne mal wieder einen Speicherpunkt. Und ich meine, ich höre einen, jawohl. Ach, ich bin jetzt bei... Oh, das tut mir aber leid. Wait, du siehst so ungesund aus.